machst du da? Ich war safe eine Einstopp. Ah, ja, ich freue mich noch drauf mit Weiß auf Spanien. Es regnet gleich eher, also das ist ja so. Dann, boah, wenn es jetzt regnet, also ich hatte ja bisher mehr echt Glück gehabt. Ich habe da immer noch sehr viel Angst davor. Wahrscheinlich Monaco, bin ich mir ziemlich sicher. Das sechste Rennen jetzt. Ja, das ist dann auch egal. Da komme ich nicht durch. Das ist egal. Ja, ich weiß noch, als es damals letztes Jahr geregnet hat und ich Jan dann in Monaco in die Wand geschoben habe. Ah, danke. Ah ja, tatsächlich. LOL. Ah, nice. Starkregen. Stark. Sind wir ready? Ja, sicher, ich nehme schon auf. 3, 2, 1. Moin, moin, ihr Lieben. Hier ist euer Michael. Es geht weiter mit der Online... Was? Hallo. Was? Ja, Regen. Hier in Barcelona. Ich bin natürlich. Spanisches Wetter ist Regenwetter. Deswegen würde ich sagen, raus auf die Strecke. Wir wollen jetzt gute Zeiten fahren. Einfach Runden fahren. Ja, ja. Das ist halt ehrlich so. Wobei, eigentlich ist es vielleicht das Schlaue zu warten, bis die Strecke ein bisschen trocken gefahren wird. Ach Leute, das ist doch scheiße. Ich hab's doch, vielleicht habe ich es gerade reingeschnitten. Also ich hab... Ach, das ist doch lächerlich. Also immerhin im Rennen nicht. Aber ich werde sowas vom Platz 20 starten. Mit ABS habe ich einmal getestet, im Regen zu fahren. Und wenn du ABS aus hast und im Regen fahren willst, dann hast du verloren. Und du hattest ja vorher schon verloren, also. Ich mag die Strecke tatsächlich, Leute. Die Strecke gefällt mir. Ich hasse Spanien. Ich frag mich, warum mein Auto nass ist. Ich stehe nur in der Garage. Das ist aber jetzt schon nass. Jo, ich teste den Kies. Echt? Und? Kann man gut fahren? Ich habe einen lila Sektor gefahren angeblich. Aber gut, was? Wenn ich lila Sektor fahre, dann Zwei Erster. Das ist eh Anzeige. Ja. Ich will das jetzt euch nicht verraten, aber ich habe eine Special Taktik angewandt. Habe ich mal gelesen oder gehört. Wieso willst du? Du bist schon wieder so frech, weißt du das? Ich bin mal gespannt, ob das jetzt klappt. Ja, er hat Lenkhilfe. Also ich hab mich unter 4 Sekunden verbessert, aber. Wie viel? 1,40 da? Aber reicht natürlich trotzdem nicht. Also. 1,40 oder was? Oder 1,39? 1,39,3. Ja, okay. Ja, aber Michael ist mit 1,36 Grad aktuell der schlechteste. Aber habe ich eigentlich kein DRS. Fahr doch, du. Alter, wirklich, die sind so doof. Ja, man hat zwei Wets dabei. Also alles andere wäre ja auch lächerlich. Ist das schlimm zu fahren, ey. Das ist richtig schlimm. Ich bin ja gespannt, was Mike jetzt... Ja, ich auch. Ich bin wirklich richtig gespannt. 1,28, sag ich. Eieiei, da komme ich ja so weit raus. Bremsen ist echt Krebs. Gas geben ist viel schlimmer, finde ich. Nee, geht. Ja gut, du hast ja auch keine ABS aus. Also mit Bremsen habe ich eher weniger. Also ich fahre viel schlechter als ihr alle, glaube ich. Ich fahre gerade richtig schlecht. Ich muss mich da echt eingewöhnen, ne? Dann hast du gleich auch mal ein bisschen KI-Spaß. Ja, das werde ich auf jeden Fall haben. Aber das war mir von Anfang an schon klar. Finde ich natürlich schade, gerade auf so einer Strecke, die ich eigentlich mag, aber... Ich werde auf jeden Fall eine 1,40 fahren, Minimum. Ja, nicht ganz. 1,38,4. Aber ich bin Platz 16 aktuell. Also auch 2 Sekunden schlechter als Micha. Aber schneller als ich bist du damit, oder? Ein bisschen, ja. Eine Sekunde ungefähr. Aber ich fahre direkt noch eine Schnelle hinterher. Ja, das ist halt so krass lächerlich. Weil ich bin gerade ziemlich viel besser. Das heißt ziemlich viel, eine Sekunde, aber ist ja nicht schlecht. Ich vergesse immer, wie ändert man nochmal hier das Benzin. Vergesst das immer. Ja, wie bei Autoeinstellungen. Ja, bei Autoeinstellungen, wenn ich da drauf drücke, dann geht nichts.
Welchen Knopf muss ich da drücken? R3, glaube ich. Ah, tatsächlich, aber das steht da nicht. Das lila Sektor, okay. Ich bin gerade deutlich besser, ich weiß nicht warum. Also man muss am Ende auf jeden Fall nochmal rausfahren, weil die Strecke vielleicht besser ist. Würde ich zumindest mal sagen. So, ich fahr wieder raus, hab ein bisschen getankt, also... Ich bin über 2 Sekunden besser. Getankt, um ein paar Runden... Boah, Alter. Bin über 2 Sekunden besser, Platz 7 aktuell. Ja, schön. Also dann, auf geht's. Noch eine Runde wird gefahren. Noch eine Hotlap wird probiert. Wird natürlich schwierig. Weil ich echt mit Regen Probleme habe. Vor allem dann auch noch Starkregen. Aber ich probiere alles, hier nochmal an Michas Zeit ranzukommen. So, Strecke für uns steht's auch. Wir haben noch 13 besser. Sekunden auf dem Tacho. Das heißt, wir starten jetzt die Runde. Bin mal gespannt, ob wir das noch toppen können oder ob wir Erster bleiben. Lila Sektor 0. Ja, könnte klappen. Ist eine gute Runde. Bis jetzt. Okay, ich bin P20. Ehrlich? Ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Mit richtig großem Abstand. Oh, Vettel hat deine Runde geknackt, Micha, siehst du? Ja, über 2 Sekunden Abstand. Also die Strecke ist wirklich viel besser geworden. Park. Scheiße, das war's. Ich kann meine Zeit nicht mehr verbessern. Ich kann die aber noch einholen, theoretisch. Oh, und ich war wieder eine halbe Sekunde schneller. Vettel hat dich auch schon eingeholt. Ich sag ja, die Strecke ist deutlich besser geworden. Weil sonst könnte ich ja auch nicht so eine Zeit hinfahren. Komm, Mike, bitte verkack's nicht. So, ich bin noch P3. Mike kommt noch. P3 bis jetzt. So, was hab ich? P1, yes! Dann bin ich P4. Jawohl. Sehr schön. Stark. Mike stark hat mal wieder keine Konkurrenz da vorne. Stark bei stark. Ich hatte ein bisschen Angst. Ich habe nicht damit gerechnet, dass... Boah, aber das ist richtig knapp. Ja. Oh, tatsächlich, Alter. Nicht mal ein Zehntel. Eieiei. Ja, es war klar. Ich habe auch die nur Hundertstel. Glück... Ich hätte es auch nicht geschafft. Ich habe nur Glück gehabt mit dem, was ich schon spekuliert habe, dass die Strecke ein bisschen besser wird einfach. Das wollen die immer mit weißen Reifen eigentlich. Es war klar. Ich wusste das schon. Ich will auch eine Einstopp hier fahren und ich will auch mit weiß fahren. Aber es war relativ klar, dass es... Fährst du rot-weiß? Nee, gelb-weiß. Rot-gelb? Gelb-weiß. Ah, gelb war. Ah, ja, stimmt, das ist ja Regen gewesen. Natürlich. Ja, war ja klar, wie gesagt. Ich hoffe nur, dass ich jetzt wenigstens starten kann. Ja, dann wie immer, ne? Viel Glück. Ja, ich wünsche euch auch. Und viel Spaß natürlich viel auch bei Jansson. Wir starten ziemlich weit vorne. Ich hoffe nicht, dass ich gleich Vettel abschieße. Ich hoffe nicht, dass ich gleich wieder nicht starten kann. Ja, ich muss immer merken, immer wann hier in der Strategie, wann ich an die Box gehen muss. Ey, das vergesse ich immer. Ich schau da gleich drauf. Reite dich aufs Kuppeln vor. Ja, der sagt dir das doch. Ist doch scheiße. Ja, ich will es ja vorher wissen. Mhm. Oh Gott, ich starte auch auf der linken Seite. Ich weiß nicht, ob linke Seite ist gut, ja. Die Lichter sind an. Und aus und los geht's. Ja, ich konnte zumindest starten. Gar nicht so ein schlechter Start. Weil war ziemlich mittelmäßig jetzt. Gar nicht so ein schlechter Start. Da vorne von den Vieren. Jetzt werde ich hier gerade attackiert in der Kurve. Boah, ich weiß nicht, ob ich das durfte, aber das Spiel sagt ja. Hardcore. Aber das ist viel Platz. Das ist viel Platz und bin vorsichtig. Schöner Start, weiter so. Mein Auto nicht kaputt machen, wirklich. Leute, ihr glaubt es mir vielleicht nicht, aber ich will es wirklich nicht, auch wenn es manchmal danach aussieht, als ob ich es extra mache, aber ich werde gerammt. Ich muss ihn vorbeilassen wieder, weil er einfach weiter mich rammt. Also das ist schon wieder, also fahren einfach in mich rein und dann ich muss sie dann vorbeilassen. Das ist so traurig. Im
Immerhin haben sie mein Auto jetzt nicht kaputt gemacht, aber jetzt bin ich wieder auf Platz 19. Also die KI ist offensichtlich nicht schlecht, also oder ich bin einfach schlecht. Die sind saunah mir dran, ich kann mich null absetzen. Ich hab schon 40% ERS, aber da. Oh nein, Scheiße, Keith Bad. Und das ist so ärgerlich. Wir fahren dann endlich mal gut mit. Jetzt muss ich alle vorbeilassen, damit ich ja keinen Unfall verursache. Und wir sind wieder P20. Und es geht wieder von vorne los. Ich muss wieder von hinten anfangen, das Feld aufzuholen. Ich hatte so die Hoffnung, dass die vorderen vier wegfahren. Oder vorderen drei. Und ich meine Ruhe habe. Mit Punkten, aber nein. Der einzige, den wir überholen, ist Giovinazzi. Der ist nämlich gerade in der Box. Echt? Ja. So, DRS verfügbar ist natürlich... Scheiße. Nee, ja, die bleiben so krass an mir dran. Leclerc ist 8, 9 Zehntel ist Maximum. Sonst ist er eigentlich immer auf 5 Zehntel bei mir dran. Mit DRS gleich, das wird lustig. Sehr enges Rennen bisher. Das gibt's nicht. Fahr fett und mit ERS. Der ist 5 Zehntel einfach dran. Der geht nicht weg. Fucking Leclerc, Alter. Und die anderen haben auch mega viel Abstand zu Leclerc. Nur der Typ. Vettel hat 2 Sekunden, über 2 Sekunden zu Leclerc. Ich fahre gerade eine sehr gute Runde. Jetzt habe ich mich ein bisschen abgesetzt von Leclerc, der jetzt nicht mehr im DRS-Fenster ist. Sehr, sehr schön. Vielleicht eine neue lila Zeit könnte hinhauen. Jawohl, sehr nice. Roter Frontflügel. Du bist die bisher schnellste Runde des Rennens Boxenstopp. Gefahren. Bleib dran. Absolute Vorsicht auf der gesamten Strecke. Oh Mann. Safety-Car ist draußen. Jetzt, wo ich mich abgesetzt habe von Leclerc. Strafe zu vermeiden. Warum ist Safety-Car? Und positives Data beibehalten. Ehrlich jetzt? Ich fahre noch, ja. Habe ja schon wieder so ein dreckiges Delta, was ich nicht überschreiten darf. Was ja. Ist das da eigentlich schon? Ah! So. Oh. Irgendwann schieße ich den ab. Boxenausfahrt auf Renntempo sein. Losfahren, losfahren. Dadurch, dass du einen Safety Car ausgelöst hast. Jackpot. Ja, naja, klar, also, aber ich konnte dadurch einen guten Boxenstopp machen. Alle anderen, ich weiß nicht, ob ich andere auch an der Box waren. Ja, ich. Also meine Strategie hat sich jetzt verändert. Und das finde ich auch super, weil ich habe jetzt nämlich auch auf weiß gewechselt. Und fahre jetzt auch nicht mehr an die Box. Und bin jetzt auf Platz 11 hinterm Safety Car. Ich bin damit zufrieden. Ich habe natürlich meinen ganzen Abstand verloren und deswegen finde ich das jetzt gar nicht so dumm. Ich glaube, ich fahre jetzt auch rein. Jetzt sparen wir jetzt schön Benzin. Aber die. Oh, Jan ist wieder raus. Ich habe mich weggedreht durch Beschleunigung. Dadurch habe ich natürlich Jan und Prochon. Haben zwei Plätze gut gemacht. Die Rennleitung hat das DRS jetzt aktiviert. DRS ist jetzt natürlich schade, oder das komische Fahren. Hat, aber für uns war es jetzt stark. Das komische Fahren, ja, das ist natürlich das komische Fahren. Ich bin jetzt auch auf Platz 10. Aber ich, wenn es nicht geht, ich bleib jetzt hier einfach. Meine Strategie ist aufgegangen, das hat geklappt. Ich habe jetzt die alle überholt und habe jetzt auch mehr Abstand als vorm Safety Car. Also es hat alles genau hingehauen. Genauso wie ich das erwartet habe. Jetzt müssen wir nur schauen, natürlich mit den weißen Reifen dann durchzufahren. Also wir haben quasi 2/3 geschafft. Ich schwitze mir einen ab, ohne Spaß. Wir müssen gleich 10-15 Minuten Pause machen. Mein Rücken ist Wasser. Ich muss auf jeden Fall die Klimaanlage anmachen. Mir ist so warm gerade. Also ich fahre zwar auch gute Zeiten, ich bin so roundabout 4 Zehntel schlechter als meine Bestzeit und das auf diesen Reifen. Kann man mal machen. Auch schon wieder guten Abstand. So, an Grosjean vorbei und ich probiere jetzt nochmal eine Hotlap dann zu fahren. Ja, kannst du nochmal an die Box gehen. Warum auch immer ich das mache. Ich will es einfach nur mal wissen. Das ist, sind so die letzten 2-3 Runden, die ich auf Fett fahren kann. Da probiere ich das jetzt nochmal. Lass uns die Überholtaste benutzen und etwas Energie aufbrauchen. Wieso sind es noch so viele Runden? Naja, jetzt geht's für mich. Abpfeifen, Schiedsrichter, abpfeifen! Wieso so viel Nachspielzeit? Ja, wie bei Nürnberg-Ingolstadt gestern.
Das ist ja lächerlich erstmal. Habe ich nicht gesehen. Es gab 5 Minuten Nachspielzeit. In der 6. oder 7. hat Nürnberg das Tor geschossen. Sonst wäre Ingolstadt aufgestiegen. Jetzt ist Nürnberg Klassenerhalt. Weil der Schiri einfach über die Nachspielzeit laufen lassen. Ist Bock ein bisschen zu plaudern nebenbei? So. Ich mag nicht plaudern. Das ist nicht extrem schade. Also Leute, Endsport. Ich versuche irgendwie Platz 10 zu verteidigen. 4 Runden sind's noch. Boah, ey, ich bin fertig, aber ich will unbedingt. Scheiße, meine Kamera ist aus. Gerade in meiner Hotlap, fuck. Und jetzt habe ich auch noch verkackt, die Kurve gut zu fahren. Ach Mann, soll ich jetzt deswegen die Runde verkackt? Ja, also ich halte Bottas ganz schön auf. Denn Albon kommt wieder näher ran. Komm bitte, ja, trotzdem, nice. Ja Leute, dann haben wir auch nochmal eine Bestzeit gefahren. Wäre noch krasser gewesen, wenn der dritte Sektor jetzt nicht so dumm wäre. Ja, wir fahren auf das Ziel. Sieht wieder gut aus. Und damit haben wir wieder Platz 1. Zeit verloren zwar nochmal, die letzten 2 Runden habe ich 3 Sekunden schlechter als sonst gefahren, aber... Das ist nicht so schlimm. Platz 10, mein erster Punkt. Oh mein Gott. Und das nur wegen der Tragödie von Micha. Das ist Max Verstappen Fahrerstages. Warum nicht ich? Das ist immer Verstappen. Boah, war das anstrengend. Mein Nacken und alles, es tut weh. Aber, oh, ein Punkt. Immerhin, also doch, man sieht eine kleine Steigerung auf jeden Fall. Mike natürlich wieder gewonnen. GZ an dich. Dankeschön. Ja, war wieder ein starkes Rennen. Strategie war relativ gut. Wie es weitergeht. Und bei dir war die Strategie ja auch nicht schlecht. Hätte auch noch mehr drin sein können. Und naja, ja, hätte ich. Also wie gesagt, mein eigener Fehler. Ich wäre halt auch vorne mit um Platz 3 und 2 und so gekämpft. Also da wäre ich vorne mit dabei gewesen. Hab mich da selber aus dem Rennen rausgekickt. Aber ja. Bin mit Platz 8 über die Start-Ziellinie sogar noch gefahren und dann ja am Ende Platz 10 geworden. Ist okay, sagen wir so. Vor allen Dingen für Barcelona, also hatte ich schon in Barcelona deutlich schlimmere Rennen gehabt. Ja, dann mach ich das fürs Zuschauen, zu ne? Zweit jetzt mal, ja. Ja, das ist ja der Wahnsinn, das erste Mal. Leute, haut rein. Bis zum nächsten Rennen in Monaco. Ich hasse Monaco. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.